Ich heiße euch wieder einmal willkommen, während wir nun in eine heilige Festung eindringen des Schwarzen Drachens hier bei Lunar. Wo ist denn jetzt Tempest? Ist die große Frage. Und nein, mit Tempest meine ich keine Urgewalt oder so, damit meine ich nur den Krieger. Warum haben die hier extra die Teile hingelegt, wenn hier nichts ist? Meine ja nur. Das Zähne, Knochen. Das ist ein Willkommensgruß, ne? Wow. Ihr wisst schon, dass ich nur noch vier Leute, drei Leute habe, ne? Kann ich mal mehr zählen. Das ist okay. Okay, die komischen fliegenden Dinger auf Gnomsköpfen sind nicht sonderlich anfällig für Magie, werde ich jetzt von deren Design her wahrscheinlich auch ableiten können, aber trotzdem. Hexerflamme. Nash bekommt ein Level up und seine Range erhöht sich, was irrelevant ist, weil er einen Bogen trägt. Oh mein Gott. Drachenbandana. Das ist ein Bandana von Drachen. Ich habe keinerlei Platz mehr, um irgendwem irgendwas zu geben. Jesus Christ. Aber es ist sowieso er, der das tragen muss. Das ist sehr praktisch gewesen. Hey. Sagen wir mal ehrlich. Es funktioniert auch so. Nur halt. Jetzt kommt der Moment, dass meine Heilnüsse scheinen können. Nämlich, ne? Wenn Nash auf die Fresse kriegt, da wir gerade keinen Heiler dabei haben. Sag mal, ist Tempest an den Gegner vorbeigelaufen oder was hat der hier gemacht? Kann denn hier so viel Mist noch existieren und er ist nicht da? Wie geht das? Wie hat er das gemacht? Frage für einen Freund, um genau zu sein, frage ich, weil ich das danach machen würde. Lass mich raten, das ist Bogen hier drin, ne? Ja. Oh, den kann er nicht mitnehmen. Es ist der Albtraum eines Feindes und ich kann ihm den nicht Nash geben. Oder war Nash. Moment, dein Inventar ist nur voll. Vielleicht liegt es daran. Moment, Moment, Moment. Ja, nein. Wollte schon sagen, was soll das denn, ey? Der Albtraum meines jeden Feindes. Ja, aber ja. Noch ein Engelsring. Das sind schon drei. Unsere magische Kraft wird in die Schatztruhe gesogen. Es ist eine Falle. Oh, wow. Okay. Wer ist das, Alex? Ist das Tempest? Du hast es geschafft und dein Timing ist perfekt. Ich habe noch nie Monster wie diese hier in den Wellen oder innerhalb der Wände der Schwarzen Drachenfestung gesehen. Diese heilige Samtung wurde entweiht von der schwarzen Sängerin und von Galleon, die dieses böse Schnecken Schleimspur ist komplett hier drüber. Du hast recht, jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Tatsächlich, lasst uns beeilen. Hey, nice. Tempest Level 36. Kann ich zufällig. Jetzt muss ich mal eben ausprobieren. Wir haben ja die Macht des heiligen Vorspurens. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Okay. Erwartet, was in Ordnung ist, weil
Und weil, Moment, 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 wenn ich schon mal so schlau bin, ne, ich bin so mega klug gerade, kann ich ja zumindest schon mal wieder ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Diese Ringe hier, ey. Ich meine, ich behalte sie mal, so ist nicht, aber meine Güte, was soll ich mit so vielen Ringen? Meine, wenn ich weiß, also wenn wir später mal merken, dass ich in einen Kampf gerate, den ich nicht gewinnen kann, dann ist das vielleicht ganz cool, aber bis dahin sind diese Ringe irgendwie so komplett nutzlos, dumm gesagt. So, ich lasse mich jetzt aber wieder so sehr verprügeln, wie ich mich vorher habe verprügeln lassen. Damit wir halt zumindest sagen können, hey, ich habe nicht gescheatet oder so. Ich habe keine Ahnung, was mein Grundgedanke dabei ist, aber... Ne? So, jetzt können wir uns Tempest mit in die Gruppe holen und dann können wir weiter vorspulen. Da bin ich wieder. Ich wollte schon ohne euch gehen, um die schwarze Sängerin selbst zu finden. Ach was, brauchst du doch nicht, Bro. Das ist interessant, dass wir noch am Ende hier einen weiteren Charakter bekommen, ne? Wow. 8 Schaden. Flash Arrow und Flash Wind. Okay. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass Nash vielleicht mal irgendwann in der Lage ist, zweimal anzugreifen. Mit dem Bogending-Teil. So. Schon sind wir wieder voll geheilt. Nice. So als wären... What? Es ist erstaunlich, also es ist auf diesem Level von dem Albtraum vorhin, also für mich vorhin, für euch im letzten Part, aber es ist beeindruckend ekelhaft. Sollte man so gar nicht glauben, dass das Spiel auf einmal solche Gegner da rauspurzeln lässt, aber... Hey. Na, ich meine, manche von den Gegnern sahen ja auch so schon ein bisschen creepy aus, aber das? Scheibe tot heißen die. Wow, ja. So sehen sie aus wie eine Scheibe Toastbrot. Ach, nicht schon wieder. Okay. Ich bin gleich wieder da. Man. Ah, Moment, jetzt habe ich... Warte, Alex, du kommst gleich wieder. Ja, bla, blub, zack. Ach, ey. Wäre ich schon dafür bestraft, dass ich Schatztruhen öffne, ne? Was soll denn das? Ich meine, jetzt level ich ja schon quasi aus Versehen, ohne dass ich das will. Aus Versehen auf Taktik gegangen. Aber die Taktik ist, dass sie über AI angreifen. Und das hat immerhin keine MP gezogen gerade, aber nichtsdestotrotz. Oh nein, ich höre nicht auf, Schatztruhen zu öffnen. Also das würde ja gegen alles gehen, wofür ich stehe. Als, naja, Let's Player, als RPG-Fan werde jede verdammte Truhe öffnen. Und es dann bereuen, im schlimmsten Fall. Man weiß ja nie, was auf der nächsten Ebene ist, ne?
Die guten alten Scheiben tot. Ich hätte sogar eine vierfache Ausführung. Ey. Das ist eine Schatztruhe. Okay. Und du bist ein neuer Gegner. Die heißen wir. Ich habe mir echt gedacht, ich habe mir das eingebildet, aber die heißen wirklich Nippelzupfer. Ja. Nippelzieher, wirklich? Ernsthaft? Ich meine, das ist schon bösartig, versteht mich nicht falsch, ne? Also. Der Name ist ja, wenn es um das Böse als solches geht, gar nicht mal verkehrt, aber. Wirklich? Nippelzieher? Zupfer? Ah ja, Blasto. Das ist aber schon vom Design her ein echt cooler Gegner. Doch, ja, der gefällt mir. Der Große, nicht der Nippelzupfer. Der Nippelzupfer ist mir egal. Eine Heilnuss. Ja, dann Moment. Tempest unter 100 gefallen, Heilnuss. So. Wow. Eine Menge Nippelzupfer hier, also. Aha. Silberlicht. Mein Silberlichter muss ich mitnehmen, ne? Komplette MP-Heilung ist einfach zu gut. Hannah, du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Nein, Kai, ich dachte, ich hätte jemanden mit einer tiefen Stimme sprechen hören. Du bist gekommen. Wow, du bist so groß, dass du nicht mehr auf dem Bildschirm passt? Meine Fresse. Ich habe von deiner Quest gehört, der Drachenmeister zu werden, junger Alex. Ich bin der Drache, den du suchst. Was? Aber du bist... Meine physische Form wurde gestohlen von der Magie der schwarzen Sängerin. Nun existiere ich nur noch als ein Geist. Doch, ich bekämpfe ihre Kraft. Beziehungsweise, obwohl ich ihre Kraft bekämpfe, wird die Sängerin bald in der Lage sein, meinen Körper zu benutzen, den sie gestohlen hat. Und sie... versucht, ihre schwarze Macht in jede Ecke der Welt zu verbreiten. Alex, du musst mein Fleisch zerstören, bevor das passiert. Es ist die einzige Möglichkeit, die Plage aufzuhalten. Aber wenn dein Körper stirbt, kann Alex nicht der Drachenmeister werden. Keine Sorge, Kleine. Kleines Dingsens, du kleiner... Deine Katze, die Macht meiner Seele wird immer in meiner Rüstung existieren. Ah, krieg ich jetzt einfach schon random die Rüstung, einfach so zack, bum, peng, hier hast du. Na, 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 na! Ich verstehe, warum ich irgendwie die Rüstungsteile so ein bisschen hässlich finde, ne? Ich bin immer noch, also... Auf dem Sprite sieht es ein bisschen besser aus, ne? Aber der Gedanke, dass wir nur einen schönen Schild haben und dann so eine Pilzkappe, ist irgendwie... Ah, Alex, Buddy, du siehst gut aus. Wie fühlt es sich an, der neue Drachenmeister zu sein? Bis du dich meiner Prüfung unterzogen hast, Alex, kannst du nicht der Drachenmeister werden. Aber wie kann ich die Prüfung ablegen, wenn du nicht hier bist, um sie zu erteilen? Meine Prüfung ist einfach. Du musst die Reinheit in deinem eigenen Herzen finden, Alex. Wenn diese Reinheit sich enthüllt, wird meine Rüstung leuchten und die Prüfung wird abgeschlossen sein. Du wirst endlich der Drachenmeister sein, die unsere Welt so sehr braucht. Reinheit, Alex, Reinheit. Du musst etwas fallen lassen. Well... Ja, was soll ich sagen? Ich habe sehr viel Zeug im Inventar. Es ist nicht gut. Nash. Nash, benutzt mal
bitte ein Heilkraut. So. Jetzt fängt das hier an, ey. Eieieiei. So, dann geben wir das an Nash. Oh. Und du gibst Alex bitte die Drachenrüstung. Und Alex kann die schwarze Drachenrüstung ausrüsten, die nicht so gut ist eigentlich, wie ich gerne hätte, ne? Weil da droppt meine magische Verteidigung aber so richtig runter. Und dann kann ich eigentlich die wegwerfen. Das ist zwar irgendwie doof, weil es mir kein Geld gibt, aber dann wiederum so viel Geld, wie ich durch die Kämpfe kriege, ist das auch wurscht. Okay. Und dann können wir nochmal hier runtergehen, weil ich ja hier einfach abgebogen bin und nicht alles gefunden habe, was ich hätte finden können. Tempest levelt auf. Interessant. Ich hasse das Spiel. Dann läuft man extra zurück, macht die Schatztruhe auf und findet... Richtig, ein MP-Absorptions-Dämon da drin mal wieder. Ist doch zum Mäusemelken. Okay, es gab also zwei Wege, um zu dieser Tür zu kommen. Ich gehe jetzt einfach weiter. Wie schlimm kann das schon werden, nicht wahr? Was soll schon schief gehen? Wahrscheinlich alles, aber... Moment, laufe ich gerade rückwärts? Ich laufe gerade rückwärts, oder? Man! Dann sage ich noch, ich laufe jetzt nicht zurück und laufe trotzdem rückwärts. Mein Körper so... nee, du willst die MP. Du willst diese MP zurückhaben. Nein, Mann, will ich nicht. Also schon, aber... Habe ich es denn jetzt geschafft, rückwärts zu laufen? Also so vollkommen unabsichtlich rückwärts zu laufen. Wie habe ich das denn wieder gemacht? Das sieht schon besser aus, ne? Ja. So, hier war der schwarze Drache. Hier speichere ich jetzt mal. Für den Fall, dass ich mal wieder meine Entscheidung bereue, dass ich einfach weitergehe, obwohl mir die MP abgenuppt wurden. Ne? Das sehe ich ja kommen. Dass ich mich irgendwann demnächst für diese Entscheidung dann wieder hasse. Oder Kraut. Wer auch immer das Kraut jetzt genommen hat. Alex hat das Kraut genommen. Das gute Kraut. Dunkles Schwert. Also der Witz ist ja, ich spiele ja die meiste Zeit hier mit Stick, ne? Und manchmal hänge ich dann halt wirklich in so einer Tür und denke mir so, ja. Jetzt da reingehen wäre halt schon ganz cool. Vielen lieben Dank. So, du kannst dann die nächste Heilbeere nehmen, weil ich gehe davon aus, dass das dunkle Schwert, was Alex gerade hat, für Kyle ist. Schwert des Bösen. Ja, mit dem Schwert des Bösen werden wir das Böse erschlagen gehen. Macht Sinn. Ist halt wie negative Zahlen multiplizieren, ne? Böse mal böse ergibt dann gut. Ah, und eine dunkle Rüstung. Nice. Oje. Dann ist Zeit, eine Heilbeere zu verwenden, damit wir die dunkle Rüstung geben können, der jetzt quasi voll ist mit dunklen Dingen, ne? Dunkles Schwert, dunkle Rüstung, dunkler Schild, dunkler Helm, Zornring. Das Einzige, was so ein bisschen heilig oder gut an ihm ist, scheinbar der Heilungsring. Das ist übrigens dafür, dass wir hier sind. Ich bin ehrlich, ich habe erwartet, dass mir da meine MP abgesogen werden. Dafür, dass wir hier dann in der Festung des schwarzen Drachen sind, der uns wiederum gesagt hat, dass wir ihn umbringen müssen, während unsere Mädels draußen liegen und am Verrecken sind, ist das eine sehr glückliche Musik. Also, Wahnsinn. Die schwarze Sängerin. Ja, aber nicht der Schwarz, ist mehr so blau.
Luna? Luna, renn weg! Alex, was ist los mit ihr? Komm schon, Alex, wir müssen dieses Ding erschlagen, bevor es jemanden verletzt. Nein, Tempest, das können wir nicht. Wir können und wir werden. Du hast gesehen, was ihr Lied meinen Freunden, deinen Freunden in dem Dorf angetan haben. Und Fresca. Die schwarze Sängerin zu verschonen ist gleichbedeutend mit dem Wegwurf ihrer Leben. Welcher Mann, der ein Held werden will, würde so etwas zulassen? Alex ist auf diesem Abenteuer, um Luna zu retten. Sie ist nicht böse. Ihre Lieder sind hell und wunderschön. Und ich weiß, Alex kann den Zauber, den Galleon auf sie gesprochen hat, brechen. Okay, Alex, ich schulde dir diese Chance und ich verstehe deine Gefühle. Aber eine Chance ist alles, was ich dir gebe. Und wenn du den Zauber nicht brechen kannst, dann muss sie erschlagen werden. Sie muss, Alex. Luna. Luna, ich bin's, Alex. Geh weg, bleib zurück. Magischer Imperator Galleon. Nein, warte. Ich bin erfreut, dass du es geschafft hast, Junge. Lunas Stimme hat sich deutlich verbessert, seit du sie das letzte Mal gehört hast. Um genau zu sein, meine Liebe, warum lässt du, was? Outlang sein? Was? Warum lässt du den das nicht hören? Ich bin sicher, sie werden sprachlos sein. Oder sie sind sprachlos oder atemlos vor, Spannung und wir können sie doch nicht enttäuschen. Ja, Meister Galleon. Ja, da, es brennt. Mein Kopf, es ist in meinem Kopf, verschwinde. Bring sie zum Schweigen, Alex, jetzt, oder wir sind alle tot. Oh, der ist schon umgekippt. Luna, bitte hör auf, sieh mal, was du uns antust. Luna. Oder wir bleiben einfach dumm stehen, ist auch in Ordnung. Ja, meine süße Fontäne der Verzweiflung, dass die Welt unseren leidenden Rufer? Nee. Naja, doch. Naja, so in etwa. Eine große Macht ist noch verschlossen tief in deiner Seele, liebe Luna. Stretche deinen Alabaster, deine Alabasterhaut? What? Und lass den Song raus, der sie befreien wird. Und wenn die Menschen vor uns als eine Konsequenz sterben, so sei es. Ich kann meinen Körper nicht kontrollieren. Versuch deine Ohren zu schließen, dagegen ankämpfen. Luna! Gott, Alex, ey! Luna! Luna! Julia! Ah, das ist nicht gut. Alex hält aber eine ganze Menge aus, und dafür, dass er halt, oder gerade weil er halt scheinbar so ein bisschen immun ist gegen den Angriff, ist sehr unterhaltsam. Wir können nichts tun, Alex, wir sind machtlos gegen sie, du weißt, was wir tun müssen. Luna ist für dich verloren, Alex. Erledige sie jetzt, bevor unsere Welt den Preis für deine Unentschlossenheit zahlt. Was sollen wir nur tun? Ich glaube nicht, dass du uns vergessen hast, Luna. Ich glaube nicht, dass du böse bist, egal wie hart Galleon versucht, dich zu verändern. Luna. Oh, er macht endlich mal was. Luna!
Let's. Du bist es, Alex. Luna. Alex, ich. Oh, wenn es nur so einfach wäre. Wäre das nicht ein Happy End, das alle, wo alle bezahlen würden, um das zu sehen? Nehme ich einfach wieder mit. Haha. Lol. Nein, geh weg von mir. Ah, Alex, hilf mir. Ich werde sagen, dass du mich mit deiner Entschlossenheit beeindruckt hast, Drachenjunge. Ich habe meine Magie so designt, dass sie jedes Fragment von Lunas Erinnerung zerstören sollte. Und trotzdem hast du es wiederbelebt mit nichts als deinem erbärmlichen kleinen Spiel. Runge, Friemel, Luna-Geschreie. Luna! Alex! Oh, Alex! Natürlich sind all deine Bemühungen umsonst. Events, die sich dir entziehen, haben sich schon in Bewegung gesetzt und all die Macht dieser Welt wird bald mein sein zur Kontrolle. Lass sie gehen, Galien, lass sie jetzt gehen! Wenn du denkst, dass du mich mit deinem Geschrei einschüchtern könntest, Drachenjunge, dann bist du noch dümmer, als ich zuerst angenommen habe. Höre auf mein Kommando, schwarzer Drache, verschlinge diese erbärmlichen Kinder. Stopp! Alex! Luna! Die schwarze Drachenrüstung, sie glüht. Und nun zurück zur Aufgabe, die vor uns liegt. Ah! Luna, nein! Ziemlich hell. Mega hell. Augenkrebserregend hell. Oh. Power Ranger? Power Ranger! Alex, sieh dich nur an. Geh weg von ihr, Galien. Geh weg von ihr oder stirb. Ja, und jetzt hat er einen komplett neuen Battle Sprite, was ich in dem Fall tatsächlich echt cool finde. Dimensionsattacke. Ja, und Tempest kann... Nehmen wir mal an das einsetzen. Ich meine, was soll er sonst machen, ne? Sieht tatsächlich ein bisschen langweilig aus, aber immerhin kann er coole Sachen machen. Feueratem. Ich dachte, du bist ein Donner-Ding-Teil. Naja, auch okay. Gucken wir mal, wie viel Schaden der Schwerttanz macht. Du machst den hier und du machst halt weiter das da, ne? Check this out. Ich meine, viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Wie viel Schaden machen wir damit? 614, holy crap. Da kann sich aber Kai noch eine Scheibe von abschneiden, ey, meine Güte. Kälteatem geht auf alle? Ja. Das kostet 40. Sonst kann ich das noch zweimal machen, dann hätte ich noch zweimal eine Heilung übrig, was nicht verkehrt wäre. Gut, jetzt wir kommen vor dem Drachen dran, das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten, ne? Yeah.
Aber ja, hallo, was ist mit meinen 600 passiert? Man, jetzt macht er auf einmal weniger Schaden. Aber ich muss ja sagen, ne, Alex in dem neuen Outfit ist ja schon mal, ist schon mal ziemlich cool, dass er einfach ein neues Outfit gespendiert bekommt. Das kann uns erstmal egal sein, weil Kyle sich jetzt mit einer Nuss heilt. Gönn dir eine Nuss. Ich nehme an, das ist der Moment, wo er seinen Donneratem verwendet. Wenn ich mir da seinen Rumgeleuchter ansehe. Die Power auf Nuss compels you. Also wenn er so viel Schaden macht wie beim ersten Mal, als es gescriptet war, kriegen wir jetzt so, ja, das ist leicht wegsteckbar, das ist okay. Wird man die Drachenheilung einsetzen? Obwohl das, ich meine, Tempels ist fast am Sterben, also ja, wird schon gut so sein. Wenigstens alle wieder mehr oder minder dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. So, machen wir mal so. Dann muss Nash die Heilnuss einsetzen. Und dann läuft das. Bei Tempest konnte er leider keine Heilnüsse ausrüsten, sonst hätte ich ihm die ja einfach so tatsächlich in die Hand gedrückt. Okay, also Schwerttanz definitiv die leistungsfähigere Technik. Keine Frage. Die Frage ist, ich bleib mal dabei und mach das so und guck mal, was dabei passiert. Aber so könnten wir nochmal mit Alex heilen, theoretisch. So im großen Stil. Ich hätte aber auch noch Silber. Gut, ich habe auch noch Sternlichter, nicht Silberlichter dabei. Also. So eigentlich übertriebene Vorsicht von mir, stimmt schon. Ja, da haben sie Tempest bei ihm gebracht. Das ist nicht ganz so schlimm. Tempest ist jetzt nicht derjenige, bei dem ich sage, dass auf, ne, auf ihn kommt es an oder so. Insofern, er darf ruhig liegen bleiben und sich ein bisschen ausruhen. Hier viel wichtiger sind halt tatsächlich Kyle und Alex. Heißt aber auch, ich werde jetzt das Sternenlicht Alex geben, weil er dann in der nächsten Runde nochmal heilen kann. Falls ich das brauche. Wenn nicht, wäre auch okay, aber... Ich meine, der Drache hat aber auch wirklich richtig HP, ne? Also... Machen wir das, machen wir diesen hier, machen den da. Und weiter geht's. Das wird ein Kälteatem, ne? Ich finde das ja, muss ich ja nochmal an dieser Stelle loben. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gelobt. Aber na, es ist halt ziemlich cool, dass man erkennen kann, was die Gegner machen, wenn man sich deren Sprites anguckt. Da ist wirklich, wirklich viel Liebe mit reingeflossen. Ne, das muss ich dem Spieler halt echt mal gönnen. Ja, jetzt atmet der normal, also gehe ich davon aus, dass der nächste Angriff halt wieder einfach nur der Feuerangriff sein wird. Was nicht gut ist, weil das sein stärkster Atem ist, weil er ja Nummer 1 Ziel ist, aber ich finde das gar nicht schlecht. Also das mit dem erkennen können. Und Sieg! Drachenmeister Alex
hat gesiegt über einen Drachen. Du begeisterst immer noch weiter. Nun, vielleicht war das ein zu starkes Wort. Du amüsierst mich weiterhin, junger Drachenjunge. Hier bist du, ein angeblicher Held wie dein, und trotz allem entgeht dir die einfachste Wahrheit. Du kannst mich nicht zerstören. Diese Macht ist und bleibt außerhalb deiner Reichweite. Was noch besser ist, du kannst nicht mal deine geliebte Luna retten. Du hast deinen lebenslangen Traum erreicht. Für was? Für nichts mehr als das Amüsement von einem, den du angefangen hast zu hassen. Das wäre ich, falls du keine Notizen führst, Drachenjunge. Aber genug davon, Luna. Ja, Magie-Imperator. Luna, die Zeit ist gekommen, dass wir diese kleine Soiree verlassen. Sei ein Liebling und beschwör unsere Kutsche. Ja. Erwache, schwarzer Drache. Oh, what? Ist das nicht amüsant? Du bist der Drachenmeister und trotz allem scheine ich die Drachen zu kontrollieren. Doch. Ist ein sehr haariger Drache, ne? Muss man ja auch mal sagen. Wenn du immer noch Luna zurückhaben willst, Drachenjunge, habe ich einen Treffen arrangiert in der Grindery. Ich vertraue darauf, dass wir ein finales Arrangement dort erreichen können. Komm zurück! Obwohl ich dein Verhalten ziemlich beeindruckend finde, fürchte ich, dass du nicht in der Position bist, jemanden zu diesem Zeitpunkt zu kommandieren. Ich fürchte, du wirst einfach zu uns kommen müssen, Drachenjunge. Wir sehen uns im Frontier. Ah, ja, es ist dumm gelaufen, nehme ich an. Luna, nein. Ich kann da nicht mal drauf. Nehmen. Kann ich mich hier rausporten? Das ist wieder so ein magischer Raum, aus dem ich nicht porten darf. Mich wahrscheinlich hier rausporten, ne? Immerhin. Ne? Immerhin. Zurück zu meinem Zelt, Alex. Wir müssen nachsehen, ob es Fresca und unsere Freunden gut geht. Laufi lauf, heidi heil. Dann werden wir mal nachsehen. Beim nächsten Mal. Aber hey, Drachenmeister geworden. Schon mal gut. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken für ihre Unterstützung für den Kanal. Da hätten wir Snowvillier, Pan88, MihoYam und Nikita. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt und an das Projekt hier glaubt. Und auch beim nächsten Mal werden wir Alex durch die Welt von Luna begleiten. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video zu kommentieren, zu liken, abonniert den Kanal für mehr, denn da kommt jeden Tag frische Videos nur für euch in die Abo-Box geflattert. Macht's gut!